Hallo, ich bin's wieder, euer Willi. Heute zeige ich euch ein paar Köder auf meiner Kunstköderbox. Hier habe ich zwei Hechköder. Sind beide etwas größer, empfehlen sich für die kältere Jahreszeit. Sind auch etwas dunkler, also sind auch nicht sehr teuer, kosten, sagen wir, 1-2 Euro das Stück. Dann habe ich noch zwei neue Zanderköder aus der Fox-Kreation. Sehr gut auf Zander. Hier habe ich einen mit Tentakeln, ja, und Fischölgeruch. Stinkt bestialisch. Es riecht sehr, sehr stark. Und dieser hier empfiehlt sich auch nur weiter. Er fängt sehr gut. Auch schöne große Zander, nicht nur die kleinen. Ja. Hier habe ich noch ein paar Wobbler, also zwei. Einmal den Big Ass. Den gibt es schon länger auf dem Markt. Ist nicht mehr gerade der neueste, aber er fängt sehr gut. Er macht schöne große Druckwellen, die Hechte sehr gut bemerken und ihn auch gut packen können, weil er nicht allzu groß ist. Er ist mit zwei Drillingen ausgestattet. Die sind sehr scharf, wie man hier sieht. Dieser hier fängt auch super gut. Ist eigentlich ein Joker, wenn es mal nicht beißt. Dann kann man diesen hier sehr gut anbringen. Er hat auch gute Hechte schon gefangen. Ja, auch wieder mit zwei Drillingen ausgestattet. Sind auch wieder sehr scharf. Ja, und das war's wieder. Bald kommen auch die neuen Videos vom Wasser. Also guckt sie euch an. Sie sind sehr gut. Tschüss.